Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Du da neben mir, guck nicht so behindert, stell dich lieber vor, dass... Ich guck nicht behindert, ich bin Odin 500 und ich soll mal bei der Folge mit kommentieren. Für den finalen Boss, Leute. Ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei rum. Los geht's. Und ich habe mir schon was Tolles ausgedacht. Aufgrund deiner ganz tollen Englischkenntnisse darfst du es vorlesen. Darf ich auf Deutsch vorlesen? Nein. Das ist Tiberia. Ihr seht schon, wer keine schlechte Aussprache gewohnt ist, skippt das bitte. Und er spricht noch mit einer etwas tieferen Stimme der Typ. Ja, stimmt. Ich kann nicht synchronisieren. Du kannst eine tiefere Stimme haben als du. Was ist was? Keep us. All trapped underground. Das musst du vorlesen! Punkt, Punkt. Auf Englisch! Point, point, point! Ich hab zwar dot, dot, dot gesagt, aber... Was? Das geht auch? Au. If by chance... Chance... Ich halt das Mikro zu. You have any unfinished banner. Bussen. Ey, Business, ich hab keine Ahnung, wie das Business! Business! Please do what you must. Okay, ab hier übernehme ich wieder. Kein Bock, dass du weiter mit deiner scheiß Aussprache vorliest. Jetzt hört man wieder leiser. Ja? Ich bin so, obwohl ich save lieber nochmal, weil ich hab überhaupt nichts gemacht außer diesen Dialog in diesem Part. I see. So spricht man Englisch, du Haufen Scheiße. This is it, Dan. Ja, es gibt jetzt den Kampf. Ich habe nichts mehr zu erledigen. Ready. 6 Menschenseelen und ein leerer Behälter. The Strange Light fills the room. Zwielicht, also Twilight, is shining through the barrier. Die Silhouette ist ziemlich nice aus, finde ich. It seems your journey is finally over. Mit einem geilen Kampf, wie ich finde. Ja, und das bin ich bei jedem Save Point, also. Human. Ich will gar nicht wissen, wie du das Wort ausgesprochen hättest. It was nice to meet you. Goodbye. Escor rastet aus, holt seinen Dreizack und haut meinen Mercy kaputt. So. Jetzt geht's ab. Ich hab keine Wahl. Ups. Darf ich die Aufnahme neu beginnen? Wenn ich getroffen würde, war mehr Glück als Verstand. Warum? Das ist nice. Komm. Junge, die leiden mehr Damage. Man muss sie echt killen. Ja. Ach so, das ist was zu trinken, ja. Das muss man, ich sagte ja, man muss den neutralen Run das Ende machen, bevor man den Pazifisten Run machen kann. Und das liegt daran, dass man Escort töten muss. Glaube mir. Friss. Sehr schöne Dodging Skills in meiner Leitung. Alter, ich bin zu gut für das Spiel. Ich weiß auch, dass ich eh wahrscheinlich, als ob das war kein Hit, dass ich wahrscheinlich ziemlich lang brauchen werde, bis ich den knack, weil viel Schaden nimmt jetzt, ach scheiße, die Attacke gibt's ja auch noch. Das könnte ein bisschen dauern, Leute, ich werde ja auch eine Timelapse einfügen, aber bei der Attacke macht er es mir relativ leicht. Er kann da auch... Er kann da auch orange statt blau zeigen. Genauso dodgt man das. Okay, jetzt lassen wir jetzt auch mal die Angriffsanimation ziehen. Ja, Mann, so muss man ausweichen. Die wird man im Genus halt noch genug sehen.
Was mache ich hier plötzlich? Komm, Junge, komm her. Dann weiche ich jetzt gerade einmal aus. Komm. Okay, jetzt kassiere ich. Ja. Und ich habe nicht mehr viele Items. Ich sagte nie, dass ich gut in dem Spiel bin. Aber hey, mir steht noch Schwereres bevor, also. Ich sag nur Genocide. Okay, dass ich da nicht getötet wurde, war gerade ein bisschen lucky. Und ich habe auch nie damit gerechnet, den Typen zu verschreien. Warum zur Hölle ist hier jetzt eine Wespe? Willst du mich gerade komplett verarschen? Lass es. Wir gucken mal, ob du hier alleine rauskommst. Ja. Und das Fliegengitter hat 3000 Lücken, deswegen weiß ich nicht, warum es da hängt. Boah, meine Eis. Ich bin da. Und da oben ist auch noch eine, sieht man wegen dem Fensterrahmen gar nicht so gut. Warum besprechen wir gerade den finalen Boss von Undertale, wo die Lücken in meinem Fliegengitter sind? Keine Ahnung. Und warum bin ich hier gerade schon wieder so scheiße? Alter Mann, ich hab doch teilweise den Bild gut abgeschmiert. Ja, der geht jetzt auch noch mehr ab, kann das sein? Hä? Das waren Föhn. Nee, ich hab abgezogen. Scheiße, ich hab mir nichts gemerkt. Yay, ich bin auf der Hälfte. Leute, ich hab hohe Chancen. Hier komm, wenn ich jetzt einfach nicht mehr getroffen werde. An der Stelle verbessert, das hat nichts mehr gekauft. Das hätte ich nicht gemacht, weil dann hätte ich das Let's Play lassen können. Gott. Aber immerhin die Hälfte habe ich im ersten Versuch geschafft. Hä? Junge, warum hat der mich einmal gehittet? Ich habe mich doch bewegt. Ja, noch zwei Hits und ich bin tot. Einer. Scheiße, Mann. Aber es war ein besserer erster Versuch, als ich dachte. Zwei oder drei Tries und ich dürfte es haben. Ja, okay, gerade eben habe ich mich irgendwie nicht bewegt, aber kack drauf. Vor allem, wenn man mal auf die Sprechgeräusche achtet. Warum sagt Eskor mir jetzt, dass ich mich aufgeben kann? Halt die Fresse, du Haufen Scheiße. Du hast mich gerade umgebracht. So, ohne langes Drumherumgerede. Hallo, ja, erstmal. Ja, ich bin bereit. Jetzt darf ich nicht mal mehr umdrehen, danke dafür. Ja, laber nicht, sondern hau meinen Mercy-Button kaputt und dann hau ich dich kaputt. Wie viel davon wird man eigentlich in der Aufnahme sehen, ne? Kommt drauf an, wie lang es dauert. Also eigentlich wird man alles sehen, aber wie viel man in der Timelapse sieht, weiß ich nicht. Denkst du, wie weit das kommt jetzt in die einzelnen Sinn? Ich werde hier eh nicht so viel kommentieren, weil ich nicht auf den Kampf kommentieren muss, man sieht's. Kann ich noch mehr als 25 Schaden machen? Nein. Das war ärgerlich. Oh Gott. Okay, das Gute ist, dass man da mit einem Lebenshelfer überlebt. Bitte eine leichte. Ja, das war eine leichte Attacke. Eskor geht natürlich auch mehr ab, wenn er weniger Leben hat. Vor allem was das Tempo seiner Attacken angeht. Aber ich bin optimistisch, dass ich so einen zweiten oder dritten Versuch um den W haben werde. Die Attacke wird später schwieriger und ich lasse mich trotzdem treffen. Na, die Crow, Leute. Die Attacke ist am schlimmsten. Ich brauche jetzt wieder Starfade. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist. So dodgt man das.
Gott, die Attacke kann ich nicht. Ach, danke für den tollen Beitrag. Die kann ich besser. Oh! Ja, also das war jetzt ein bisschen lucky. Nee, das war Skill. Berechnet. Halt doch die Fresse. Kann man die Attacke nicht nachträglich rauspatchen? Nö. Nein! Was? Ja, es war kein Bock mehr. Ich weiß. Boah, das ist schwer zu dodgen. Hier, die Attacke kann ich viel besser. Friss. Die Attacke ist hier, wenn sie in der weit, wenn man so weit ist, schon relativ schwierig. Die Attacke sage ich lieber nicht drüber. Wie gesagt, das ist nicht das Schlimme. Oh Gott. Naja, aber ich habe so das gelesen. Ich hätte es eigentlich, denke ich, schaffen können, aber. Ja, durch den Visible Friends in allen Hits. Es ging mehr als das Fazit, weil das ja, man macht, wenn man weiter am Ende von diesem Kampf ist, mehr Schaden. Deswegen ist die Hälfte eigentlich schon über die Hälfte. Deswegen rastet Esker dann auch so aus. Und verpiss dich endlich, Wespe. Oh, was? Wie soll ich das dort tun? Den Shit gesehen. Ja, da kam eben nicht den Zauber. Viermal blau. Ja, perfekt gedodged. Hast du die umgebracht? Nö. Ich glaube, das hilft nichts. Da hinten steht ein Netz, falls du das eher ne. Hey, mit der Hand doch nicht, bist du dumm. Dann steht ein Netz, damit mache ich das immer. Während du da machst, hau ich nochmal Astro mir auf die Schnauze. Ja, das ist ein Deckenfrei. Kann sein. Mann, ich hab mich doch. Alter, ich hab grad übel Angst. Astro has low HP steht da schon als Beitrag. Was soll ich angreifen? Scheiße. Ich weiß nicht, ob der Angriff eventuell schon reichen könnte. Aber wenn nicht und ich sterbe. Lass ja. Ja, sicher haut der jetzt hier rein. Einfach probieren, nach mit durch die Invisible Friends nur einmal gehen. Werden. In die Fresse! 537. Das. Moment, ich wollte gerade sagen, das war nicht 537, aber das war 10 Jahren. Aber dafür war Escort Second Try. So, Cut ist zu Ende, Wespe ist draußen. Ja. So, der ist how it is. Warp, Barb, war. Okay, der war scheiße. Und du hast ihn nicht verstanden. Du weißt, dass du nicht verstanden hast. So unter dem Motto, ich sag dir das, ja, ist mir schon bewusst, dass ich dir nicht verstanden habe. I remember the day after my son died. The entire underground was devoid of hope. Ja, er sagt, dass der gesamte Untergrund keine Hoffnung hatte. Und an dem Tag, nachdem seine beiden Kinder gestorben waren, auch wenn er jetzt aus irgendeinem Grund nur seinen Sohn erwähnt hat. The future had once again been taken from us by the humans.
Ja. In a fit of anger declared war. Er sagt auch selber, er war da wirklich einfach nur. Er war nicht wirklich bei Sinn, als er den Krieg erklärt hat und Leute. I said that I would destroy any human that came here. I would use their souls to become godlike. Genau wie ich, Digga. Ich bin godlike. Ich bin Level 1 und hab dir trotzdem die Fresse eingeschlagen. And free us from this terrible prison. Then I would destroy humanity. Ja, dann gehst du nochmal kurz die Menschheit ausrotten, aber hey. And let monsters rule the surface in peace. Soon the people's hopes returned. My wife, however, became disgusted with my actions. Habe ich ja schon erzählt. Toriel fand die Idee nicht gut. She left this place, never to be seen again. Ja, wurde nie wieder von einem Monster gesehen. Also von mir jetzt schon, aber, ne? Hallo, ich darf ja eh nicht reden. Truthfully, I do not want power. Ja, eigentlich will er gar keine Kraft. I do not want to hurt anyone. I just want everyone to have hope. But I cannot take this any longer. I just want to see my wife. I just want to see my child. Also das mit deiner Frau könnte möglich sein, aber das mit deinem Kind ein bisschen schwer. Please, young one. This war has gone on long enough. Der Krieg war lang genug. You have the power. Take my soul and leave this cursed place. Jetzt kann ich ihn aber doch verschonen. Irgendjemand hat meinen Mercy Button wieder zusammengeklebt. Man sieht sogar die Risse. Und Pazifisten Run, Leute. Außerdem hast du mich nicht ansatzweise so aufgeregt wie Metatron. Dem hätte ich gern dir was um die Ohren gehauen, aber du bist chillig, Escor. Hey, Mann, meine Kampfbox! Hurensohn. After everything I've done to hurt you, you would rather stay down here and suffer than live happily on the surface? Hume, I promise you, for as long as you remain here, my wife and I will take care of you as best that we can. Weißt du jetzt, wo die ist, oder warum kannst du das so einfach sagen, ne? Hatte das jetzt mit einem Walkie-Talkie zugeflüstert? We can sit in the living room, telling stories. Jetzt kommt natürlich erstmal das Wichtigste. Scheiße, das habe ich jetzt vergessen. Wenn man am Anfang des Spiels bekommt man von Toriel ein Butterscotch, also Karamellkuchen, wer sich noch erinnert. Wenn man den in diesem Kampf isst, dann findet Escor das nicht so toll und sein Angriff erhöht sich. Weil da macht er so dann nicht eh schon 5 Schaden, hey. Eating Butterscotch Pie, ich sag's ja. We could be like. Ich bin am Aufnehmen. Danke, dass diese Szene noch mehr unterbrochen wurde. Like a family. Ja, wie eine Familie. Gibt's nur ein Problem. Tja, schade. Hat nicht ganz geklappt mit Mercy. Hallo? Na? You idiot! Ich mag es nicht zu sprechen. Die Stimme mag ich immer gern. You haven't learned a thing in this world. Die 6 Menschenseelen. It's kill or be killed. Die Lache ist immer gut. Die Aufnahmen wird sich vermutlich jetzt abbrechen. Ich hab das Spiel wieder gestartet, Leute. One day, they all disappeared without a trace. Und da oben guckt ihr das an, beim Spielnamen. Flowey Tail, Flowey. Level 9999. 9999 Spielstunden. Und natürlich 99 Minuten, Leute. Die Logik. My word. Ein dunkler Raum mit nichts. Einem Save Point. Dann erstmal saven. Günther, the end. Hey, Junge, lass meinen Spielstand in Ruhe! Haufen Scheiße! Howdy! It's
me, Flowey. Flowey the Flower. Danke, dass du dich vorstellst. Ich hätte sonst nicht gewusst, wer du bist. I owe you a huge thanks. You really did a number on that old fool. Without you, I never could have gone past him. Ja, ohne mich hätte er es doch nicht besiegen können. But now, with your help, das ist ein bisschen creepy, das Gerücht, das ist Esther. He's dead! And I've got the healing salt! Natürlich ist das ein guter Finch dafür, ne? Ja. The boy! Been empty for so long! It feels great to have soul, soul inside me again! Deine Seele! I can feel them lately. Oh, you're feeling relaxed out, aren't you? Nein, ich fühle mich nicht ausgestoßen am Kampf verlassen. Well, that's just perfect. After all, I only have 6 souls. I still need one more before I become God! And then grab my newfound powers? Monsters? Humans? Just kidding. Das ist wie man die 6 Emoji auf WhatsApp und gleichzeitig grillt. Humans? Everyone? I'll show them all the real meaning of this world! Hat das da eigentlich mit diesem Platz gerechnet? Ne? Ja, blau nicht. Oh, and forgot about escaping to your old safe fire. Ja, ich kann natürlich nicht meinem alten Speicher. It's gone forever! Ah, don't worry. Your old friend, Flowey, du bist nicht mein Freund, du genau auf dem Scheiß. Has worked out a replacement for you. I'll save you over your own death! So you can watch me tear you to bloody pieces! Over and over and over! What? Do you really think you can stop me? You really are an idiot! Na, hast du es gehört? Du bist ein Idiot. So, und gleich will ich auf einer Skala von 1 bis 10 deine Bewertung zum Design von diesem Viech, das da jetzt kommt. Das ist Omega aka Photoshop Clown. Ich Ey, du siehst es doch noch gar nicht richtig. Minus 100. Minus 150. Minus 200. Warum? Das sieht doch geil aus. Hilfe. Aua. Das ist ja selbst am Zug. Hä? Als ob man hier selbst an den Zug kommt. Ich kann kämpfen. Scheiße, falscher Knopf. Ja! Denn ihr müsst wissen, der Bosskampf ist scheiße, wenn man es checkt. Ab sofort kann ich nicht mehr sterben normalerweise. Ihr seht's, nehme ich Schaden. Ich rufe nach Hilfe. Aber ich habe den Bosskampf gewonnen, Leute. Aber damit einer der einzigen, die ich kenne, die es geschafft hat. Weil bis dieses erste Herz auftaucht, kann man sterben. Ist ein bisschen creepy eventuell, was der hier. Nein. Ich glaube. Ach, ich nehme Schaden, aber ich kann nicht unter einem Kapitel anarbeiten. Aua. Er schießt mit Fingern an den Gänseblümchen dranhängen. Und mit diesen Mündern. Nächste Menschenseele. Da pumpt er sogar. Merkwürdig. Crazy Hände. Autsch. Ist das so nett, dass der einen killen kann?
Das ist halt die Sache, die den Kampf ein bisschen nachhält. Wer gesagt, am Anfang kann er einen ja killen. Hier. Das ist halt die Sache, die den Kampf ein bisschen runterzieht. Aber das Boss-Design ist immer noch. Jetzt halt, jetzt geht er ab. Jetzt speichert er sich schön. Und wenn ich nicht getroffen werde, ach, lieber nochmal neu laden. Nein. Ja, aber ich dodge grad auch. Nächste Menschenseele. Aber das ist so dumm, dass er einfach selbst Save-Files laden und setzen kann. Aua. Ich weiß zwar nicht, wo der die Ballettspiel hat, aber wir wissen ja auch nicht, was Flowey für Hobbys hat. Hey! Willst du mich kaputt? Fehlt kein Deal. Dann halt hoffentlich kann ich jetzt nicht. Ja, hol deinen Flammenwerfer raus. Ist mein Charme schon gesehen, was? Alter, geh ich ab. Als ob ich jetzt echt noch sterben kann. Och, Mann. It's all just a bad dream. And you'll never know. Oder du bist halt einfach die Fresse, Mann. Man kann mich auch verschwinden. Mich jetzt ein bisschen arschig, nun mal kann man da nicht mehr. Aber so zeige ich wenigstens diese Szene. Did you really think I was gonna be satisfied killing you only one time? Der ist natürlich immer noch da. Immer noch rotten hässlich ist etwas. Aua. 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 Ach, ich bin schon weiter. Ich bin da, wo ich gerade gestorben bin. Ah nee, jetzt bin ich wieder beim blauen Herz, wo ich gerade den Eckbutton nicht erwischt hab. Gut. Man sieht's ja. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich gerade gestorben bin, bin ich mir nicht zu 100% sicher, dass man echt nicht mehr sterben kann ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man das Act nicht verpasst. Und die Fressen oben auf dem Bildschirm von Flowey sind natürlich toll. Ah, noch eine neue Attacke. Schon 16 Schaden. Atombomben? Nee. Der schmeißt Atombomben auf mich. Das ist nicht so. Hä? Der kann einen doch nur mal. Ich habe so viele YouTuber gesehen. Die haben diese Attacken alle überlebt. Auch wenn sie nur ein Leben hatten. Ich habe langsam das Gefühl, das ist verbuggt. Das macht den Boss natürlich jetzt so viel unbesiegbar. Fantastic! Now you're really gonna die! Halt die Kappe! Muss ich jetzt einfach das blaue Herz nochmal machen? Ich glaube, wenn wir das nicht machen. Ja, jetzt schießt er noch einen KMH auf. Die Attacke kann man dodgen, indem man dann geht. Das rosa Herz kommt. Aber einfach ist der Boss. Echt doch nicht. Weil man ganz offensichtlich ja doch sterben kann. Ich geh gleich mal hier hoch. Was ist denn da? Ja. Hier diese ganzen Wörter, die eigentlich diskriminieren sollen, werden jetzt zu guten Wörtern. Hör auf, deine scheiß Saves zu laden! Dann trifft er mich halt safe!
grüne Herz kommt. Bratpfanne. Aua. Wer das hier alles dodgen kann, ist schon krass. Ich ruf nach Hilfe. Geil, was zu essen. Full Heal. Komm, Flowey, lass es bleiben. Ja, schmeiß halt deine Atombomben auf den Schlamm oder was? Ich sterb halt nochmal bei meiner Dornfahrung. Oh ne, der ist fertig, komm. Sehr gut. Übrigens bist du ein bisschen hässlich, falls ich das noch nicht angemerkt habe, Flowey. Sag mal, kannst du schon mal pissen? Ich rufe wieder nach Hilfe. Aua. Ich kann aber immer später. Ja. Sag mal. Na, danke. Aber. Das war das letzte Herz. Jetzt kriege ich hier nochmal einen richtig fetten Heal. Und jetzt beginnt der richtige Kampf. Flowey's Defense drops to zero. Und ich bekomme regelmäßig Schuss. Geräusche. Ich kann gerade nicht auf die Leben achten, ich weiß nicht, wie weit er ist, aber... Oh Gott. Wahrscheinlich ist das falscher Button, den ich brauche. Aber ich kann nicht auf die Tastatur drücken. Ich muss auf Flowey's Aggression drücken. Aber ich sag ja, jetzt beginnt ein richtiger Kampf. Jetzt sind wir uns ebenbürtig, du Haufen Scheiße. Halt die Fresse! So, wer ist hier jetzt übermächtig? Ich mein, du bist fast ein Gott. No, no! Aber... Leute, das wäre zu einfach, oder? This can't be happening! Juhu! Trollface! You idiot! Ouch. Ouch. Warte, hör auf mich umzubringen! Ich hab noch ein Leben. Pfeil 6 ist mein. Did you really think you could defeat me? Ja, eigentlich schon. I am the god of this world. Gott, das sieht man immer auf dem Display. And you, you're hopeless. Hopeless and alone. Golly, that's right. Your worthless friends can't save you now. Call for help, I dare you. Ja, ich soll jetzt in die Dunkelheit umgehen. Mommy, Daddy, somebody help. See what go up. Call for help. But nobody came. Niemand ist gekommen.
Boy, what a shame. Nobody else is gonna get to see you die. Zum 89.538. Mal denkst du, das machen wir jetzt an? Nein, halt ab. Oh, Pulsier, wer hätte das gedacht? In die Fresse. What? How do you... Well, I just... Load failed. Where are my powers? Und da sind die Menschenseelen. Ich sammle dich ein. So, what are they doing? No! You can't do it! You're supposed to obey me! Stop it! Das war's mit dem finalen Boss. Mann! So, was hast du von dem finalen Boss gehalten? Ja, ich halte davon, dass man jetzt nicht erst noch Pazifist spielen sollte. Ich bin Pazifist, du Haufen Scheiße. Ich geb ihm mit meinem Mercy eins in die Fresse. What are you doing? Do you really think I've learned anything from this? No. Ich weiß, dass du nichts davon gelernt hast, aber ich will hier ein Pazifistenende. Spamming me won't change anything. Killing is the only way to end this. Ja, ich weiß, aber ich bin Pazifist. If you let me live, I'll come back. Ja, jetzt will er mich dazu überreden, dass ich ihn umbringe. I'll kill you. Nimm deine Pille. Das Gesicht. Stimmt, aus der eigentlich verlassene Ruine überreden, dass er mich umbringt. Nein. Was sagte er? Irgendwann wird ein Mörder kommen, den kann man nicht verschonen. Stimmt auch. I kill everyone! Ja, wird jeden töten. Schön für dich hier, oder? Mir doch egal. I'll kill everyone you love! Ist mir egal, verpiss dich! Übrigens sieht's aus, als hättest du eine Sonnenbrille an. Ich bin halt ein Gangster-Rapper. Pisser. Why? Why are you being so nice to me? Ich glaube, ich sollte ihn umbringen. Junge, reicht es jetzt langsam? Wie oft muss ich dich noch verschonen? I can't understand! Junge, bereit? I can't understand! Zwei? I just can't understand! Flowey ran away, obwohl er keine Beine hat. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass er gerannt ist. Jetzt bin ich in Flowey's World. Da, wo die Ruinen geendet haben. So sieht das hier aus. Das war Flowey's World. Deswegen haben wir ihn auch nur hier in den Ruinen an solchen Orten angetroffen. Und jetzt, das hier ist der Ausgang aus dem Untergrund. Undertale. Ich hab den neutralen Run durchgespielt. Von Toby Fox. Gut. Also, für das, was wir bisher hatten. Tammy! Möchte ich kurz ein Fazit abgeben. Also, ich feiere Undertale übel. Die Grafik ist jetzt... Es haben ja echt nicht viele mitgemacht, das sieht man ja. Aber das Spiel ist schon geil. Es hat wirklich viel Innovation. Das Spiel schließt sich selber. Das ganze Kampfprinzip wurde neu erfunden. Ist allgemein ein richtig cooles Spiel. Die Story gefällt mir auch, vor allem wird die im Rest des Pazifisten-Runs noch deutlich besser, finde ich. Ja. Da die Credits auch schon rum sind, sage ich jetzt mal nichts genaueres. Ich sage, da hat fast keiner mitgemacht. Aber hey, ich krieg noch einen Anruf, auch wenn ich wieder an der Oberfläche bin. Hey, ja. Hi, Sans. Is anyone there? Well, I just leave a message. Ja, er lässt einfach eine Nachricht da. So, it's been a while. Ich weiß nicht, wie lange das ist, nachdem Flowey gerade weggerannt ist ohne Beine. The Queen returned and it's now rolling over the underground. Ja, Toriel hat jetzt ihre Rolle als Königin wieder übernommen, wo Escor dank Flowey weg ist. She's instated a new policy. All the humans who fall here will be treated not as enemies, but as friends. Jetzt muss sich da keiner mehr fürchten, der runterfällt, Mann. It's probably for the best anyway. Human swords, the King Gaffer, seem to have disappeared. Ja,
Die Menschenseelen sind verschwunden. Sie haben Flowies Omega-Form zerstört oder die Photoshop-Form und sind dabei verschwunden. So, that plan ain't happening anytime soon. But even for the people are heartbroken over the king. Ja, sie wollen ihren König nicht entführen. And things are looking grim for freedom. Außerdem werden die Monster wahrscheinlich nicht freikommen. The queen's trying her best not to let us give up hope. So, hey, if we're not giving up down here, don't give up wherever you are, okay? Who knows how long it will take, but we will get out of here. Sans, who are you talking to? Oh, nobody. What? Nobody? Can I talk to them too? Yeah, our pirates will auch mit mir reden. Yeah, knock yourself out. Wait a second. I recognize this number. Attention, human! Hey, the Great Papyrus! I'm now Captain of the Royal Guard! Vielleicht hat Andan sich zurückgezogen. It's everything I've ever dreamed of! Except instead of fighting, we just water flowers. Ja, sehr schön. The Royal Guard. Aber nicht Flowey! So that's... ever so slightly different. Ja, das ist genauso schwer. And we're helping Dr. Aphris with her research. She's gonna find a way to get us out of here. And then it's helping her too. But to be honest, her method of helping seems kind of explosion-inducing. Ja, Anleitung zu helfen ist natürlich explosionsgefährdet. But I think Aphris likes having her around. Scheiße, hab ich die nochmal gesprochen? Hey, what are you up to, Punk? Please don't noogie the phone! Hey, who's in charge here? Me! Oh, yeah, that's right. I quit my job as the leader of the Royal Guard. Yeah, that's actually, since we won't be fighting anymore, the Royal Guard totally disbanded. There's only one member now. Glaube nicht mehr der Captain, sondern das einzige Mitglied der Gangster. Kann sein, dass der Typ ein ganz schönes Opfer ist. But he's extremely good. Ja, genau, Papyrus. Yeah, he is. Come here. Please don't noogie the skeleton. Anyways, I'm working as Alpha's lab assistant. We're gonna find a way out of this dump once and for all. Oh, yeah, and I'm a gym teacher at the Queen's New School. Ah, toll, wir haben eine Schule eröffnet und sie ist Sportlehrer. Do you know I can bench press 7 children? Awesome, right? Hey, I'm sorry about what happened with Escor. You were just doing what you had to. Ich hab ihn nicht umgebracht. Da müsst ihr euch an Flowey wenden. Den könnt ihr ruhig zusammenschlagen. Ich musste ihn leider verschonen, weil ich ein Pazifist bin. It's not your fault. Ja, ich weiß ja. Ach, damn it. I miss the big guy. Come on, Undyne. Snap out of it. I guess I'll tell you how Alphys is doing. Well, she's the same as ever. Ja, immer noch gleich, ne? Maybe a little more reclusive than normal. Keine Ahnung, was das Wort heißt. Ich bin auch nicht allmächtig. Seems like some things really bothering her. But she can get through it. I'm there supporting her. That's what friends are for, right? Hey, wherever you are, I hope it's better than here. Weiß ich nicht, ich hab nur ein Black Screen. It took a lot of sacrifice for you to get there, so wherever you are, you have to try to be happy, okay? For our sakes. We'll be better knowing our trouble was worth it. We're all with you, everyone is. Even the Queen. Ach, hätte ich nicht gedacht, dass Toriel auch auf meiner Seite ist, ne? Was in meinem Recht. Hey, wait a second. Toriel, do you wanna... No, she says she's pissed. But if she knew we were talking to... We wouldn't get the phone back at least a few hours. Und am Telefon halt. Oh! That's the man to spare you from me. Genau wie ich glaube, dass du hörst.
What call back anytime, okay. She'd love to talk. Wow, whoop. This thing's almost out of battery. I'm so ahead to cut this short part. We see you, okay, buddy? Ja, sicher, ich spring nochmal in den Internet. Bye bye for now. See ya, Punk. Und das war's. Und in der nächsten. Fick dich. Why? Why did you let me go? Don't you realize that being nice just makes you get hurt? Look at yourself, you made all these great friends, but now you'll probably never see them again. Not to mention how much they've been set back by you. Hurts, doesn't it? It's more. If you had just gone through without caring about anyone, werde ich noch machen, keine Angst. You wouldn't have to feel bad now. So I don't get it. You really did everything the right way. Why did things still end up like this? Why? Is life really that unfair? Say, what if I told you I knew some way to get a better ending? Flowey kann mir sagen, was ich tun muss. You have to load your safe balance. Well, in the meantime, why don't you go see Dr. Alphys? It seems like you could have been better friends. Who knows, maybe she's got the key to your happiness. See you soon! Ja, Leute, Flowey hat's gesagt. Im nächsten Part geht's wieder zu Dr. Alphys. Und das war's für heute. Ciao!